Es ist das 8. Pflichtspiel für Timo Rost als Trainer von Erzgebirge Aue und es ist sein wohl wichtigstes. Er verspürt nach eigener Aussage viel Druck, aber Druck mag er. Dennoch, unter der Woche bekam Rost Rückendeckung von Aue-Boss Leonard, aber am Ende zählen trotzdem nur Siege. Und damit das gelingt, hat er sein Team auf 3 Positionen verändert. Auffällig, die beiden Ex-Zwickauern Kansa und Schikora erstmal nur auf der Bank. Burger rückführen Kansa in die Innenverteidigung, Rosenlöcher hinten links. Gorzel erhält den Vorzug vor Taffertshofer und Dahnhof. Der dritte Neue spielt für Schikora. Joe Enox hat heute Morgen vom Frühstückstisch aus schon die Fans gesehen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und vielleicht hat er auch noch mal kurz über die Aufstellung nachgedacht. Aber die bleibt dieselbe wie beim 0-0 am letzten Sonntag zu Hause gegen Köln. Es ist wieder ein 4-4-2. Sprang im Tor, die linke Seite bei Zwickau mit Kusic und Hermann mit 2 Ex-Auern besetzt. Vorne beim FSV dann Gomez und Baumann. 20 Kilometer liegen zwischen beiden Städten. Schon zu DDR-Zeiten waren diesen Spielen viel Brisanz drin. Und immer stand Aue besser da als der FSV. Das ist heute anders. Rein in dieses Derby. Zuletzt gab es das in der Liga vor 22 Jahren. Knapp 12.000 Zuschauer mit dabei. 1.700 davon aus Zwickau. Die haben ihre Tickets zum größten Teil schon am Montag im Vorverkauf erworben. Die ersten standen da bereits um 8 Uhr am Schalter. Einige hatten sogar einen Grill dabei. Das zeigt die Bedeutung dieses Spiels. Sie wollten unbedingt mit dabei sein. Mit dem Sonderzug sind ungefähr 600 Zwickauer Fans hierher angereist ins Erzgebirge. Erster Einwurf, das ist Nils Butzen, der Außenverteidiger beim FSV. Schnell ausgeführter Einwurf, Sie sehen es, da ist schon eine Menge Pyro unterwegs, aber keine Angst, wir behalten da irgendwie zusammen den Durchblick, erstmal keine Gefahr für den Kasten von Philipp Tewin und Spielaufbau Auer, aber Zwickau setzt die Auer sofort unter Druck und erobert so den Ball, Kusic direkt nach vorn, bisschen ungenau, aber das haben sie sich vorgenommen. Die Westsachsen, frühes Pressing, um eine verunsicherte Auermannschaft zu nerven. Nazarov, Führungsspieler, von ihm erwartet Timo Ross deutlich mehr. Genauso von Philipp Klevin, von Taffertshofer, von Elias Huth. Das ist die Achse, das hat er vorm Spiel erzählt. Von der muss mehr kommen, sonst wird es schwer mit dem ersten Saisonsieg. Zwickau gewinnt das Kopfballduell. Und da unten Joe Enox. Eine Stunde sind sie mit dem Bus angereist. Hat eine Weile gedauert. Und das ist der neue Mann auf der linken Außenbahn. Linksverteidigerposition Kusic. Stammspieler, seitdem er neu da ist beim FSV. Noch zu hektisch im Offensivspiel, verlieren viel zu schnell den Ball. Jetzt mal da drüben, Göbel mit viel Platz und Gomez wollte da mit der Hacke Richtung Tor. Ja, Timo Rost, wenn er heute gewinnt, dann darf er sich garantiert einen Bierbecher da hinten schnappen. Zwickau versucht den Ball erstmal flach zu halten, aber es ist viel Intensität drin. Toller Pass für Nazarov, er passt das Abspiel da links auf Dahnhof und sprang ein bisschen unsicher. Erste gute Möglichkeit für Aue. Dimitri Nazarov,
super in Szene gesetzt. Davon Tasci. Klasse Ball. Und hier hätte er gleich weiter links oben auf Danhof spielen können. Hat er verpasst und so verpufft diese erste Möglichkeit. Gute Phase aber jetzt von Aue. Zwickau steht deutlich tiefer. Thiel wunderbar für Rosenlöcher, aber Göbel eigentlich im rechten Mittelfeld zu Hause ist da gut nach hinten mitgeeilt und ist da ganz nah dran an seinem Gegenspieler. So geht's nur. Intensiv die Zweikämpfe führen, das ist die Vorgabe beim FSV. Erster Eckball. Eine Aufgabe für den neuen Mann aus Bayreuth, für Tim Danhof. Nazarov gegen Jansen gibt den nächsten Eckball. Barilla darf ran, auf der rechten Seite ja zu Hause. Zweiter Ball landet bei Au, super gespielt auf Barilla, der direkt, aber wieder ist ein Zwicker oder zwischen Butzen. Hat die Seite getauscht und wie vorhin Göbel können sie ablocken. Und dann ist es eine leichte Aufgabe für Max Sprang, der in seinem Debüt ja zu Null blieb gegen Köln. Der FSV ja mit einer katastrophalen Auswärtsbilanz. Punkt und torlos und schon 11 Gegentore. 0-3 gegen Verl, 0-5 gegen Elversberg und 0-3 gegen Meppen. Aber das machen sie gut. Baumann, schön behauptet. Da drüben ist Göbel. Butzen hinterläuft. Nils Butzen. Baumann, Klevin. Aber da ist Gomez. Zwickau führt. Und diese Provokation kann er sich sparen. Das spüren auch die Teamkollegen. Joan Gomez mit dem 1:0. Geboren in Arlington in Texas. Seit einem guten Jahr in Zwickau. Der muss doch um diese Brisanz wissen. Der kann sich doch nicht vom Auerblock so aufstellen. Eitekin sagt, noch so ein Ding und du gehst runter. Völlig zu Recht diese gelbe Karte. Aber klasse rausgespielt. Putzen, butterweich. Baumann, Klevin ist da und dann ist Gomez reaktionsschneller als Sorge und Burger und hämmert den in den kurzen Winkel. Erstes Auswärtstor für den FSV und so ein wichtiges. Timo Rost bislang absolut cool. Er zuckt überhaupt nicht. Erst die Chance von Baumann und dann das Gegentor. Zwickau im Hintergrund außer Rand und Band. Und Gomez holt sich von seinem Chef nochmal eine Ermahnung ab. Hier wird nicht provoziert. Aue lag in dieser Saison bislang viermal mit 0:1 hinten. Viermal verloren sie. Und Zwickau, die haben die letzten 6 Spiele gewonnen, in denen man mit 1:0 in Führung gegangen war. Die Statistik spricht für Zwickau. Aber es kommt Aue. Da ist Nazarov. Aber abseits. Nazarov will es nicht wahrhaben. Nee, aber den Finger kann er einpacken. Klares Abseits. Barilla mit der Flanke und Nazarov. 2-3 Schritte, Sie sehen es an der Grasnarbe. Zu weit von. Richtig entschieden. 22. Minute. Intensives Spiel. Nazarov immer wieder beteiligt an Offensivaktion. Tachi! Technisch fein mit dem Außenriss, aber ohne Wirkung. Der Neuzugang, der zuletzt in Südkorea spielte. Und ganz wichtig, dass Frick da auf ihn zurennt, hier gut zu sehen und den Ukrainer zum Abschluss zwingt. Ja,
Jetzt mal ein bisschen Platz da auf der rechten Seite. Dahnhof, der sich viel anbietet, aber selten den Ball in die Spitze versucht. Und dann Baumann, geklärt von Burger. Idee war gut, aber das war zu durchschaubar. Hätte er vielleicht einen Tick eher rüberlegen können. Einwurf, Jansen. Letzte Saison schwer verletzt, ist jetzt wieder zurück und absoluter Stammspieler. Butzen. Löhmanns-Röben. Und dann die Möglichkeit für Gomez. Trifft den Ball nicht voll, Joan Gomez. Erst Hermann und dann haut er so ein bisschen drüber. Da ist Dahnhof auf der anderen Seite, Tim Dahnhof. Zuletzt viermal nur auf der Bank, hat ein paar Minuten gespielt. Heute für Sikora drin, mal links, mal rechts. Aber kein Problem für Sprang. Dann Freistoß für Zwickau. Und das gibt's. Eckball. Zwickau macht das gut. Sie erzwingen viele Standards. Das wollten sie in Aue eigentlich verhindern. Aber es fehlt hinten die Intensität. So ein bisschen in den Zweikämpfen. Da will Zwickau mehr. Ja, auch gut zu sehen bei diesem Kopfball. Nazarov gegen Löhmanns-Röben. So geht's nicht, mein Freund. Tatschi. Und jetzt gibt's den Freistoß. Davy Frick und Nazarov. Es ist viel Emotionalität drin. In fast jedem Zweikampf. Und das ist eine Top-Freistoß-Situation. Und Aytekin macht das immer wieder gut, nimmt sich den Spieler beiseite und versucht ihn zu beruhigen. Hier Löhmanns-Röben, die beiden Zehner gegen Nazarov. Der stellt da gut seinen Körper rein. Dann Thiel und dann das Foul. Stefaniak, Rosts Standardschütze, ja immer noch angeschlagen durch den Muskelfaserriss. Und das ist mal eine interessante Mauer, die Max Sprang da stellt. Eine mit Guckloch. Thiel steht bereits und Barilla. Die Tür ist auf, aber Thiel trifft nicht durch. Schlecht ausgeführter Freistoß, kann er viel besser, Maximilian Thiel, der mit viel Pech in den letzten Wochen einmal Aluminium gegen Essen, zweimal Aluminium im Derby gegen Dresden. 37. Minute, Nazarov gegen Frick. Ja, der ist heiß. Hat gesagt, wenn der Schiri anpfeift, dann gibt's was auf die Knochen. Das ist ein bisschen wie im Eishockey. Checkt da Nazarov ganz cool aus. Aber gibt natürlich einen Freistoß. Auch wenn das Frick nicht wahrhaben will, das ist doch Körpereinsatz. Davy Frick seit 2011 im Verein. Wann bekommt er sein Denkmal? Standard, Dahnhof! Aber sie bekommen keinen ruhenden Ball wirklich gefährlich rein. Das weiß auch Joe Enox. Seine Verteidigung steht ganz anders als bei den Auswärtsspielen zuletzt. Abgepfiffen. Ballbesitz Zwickau. Jansen mit dem weiten Schlag. Immer wieder mit Problemen im Spielaufbau. Sie bekommen da keine Ruhe rein. Und dieser Gomez, der ist heiß vorne, der stresst seine Gegenspieler. Löhmanns-Röben mit viel Ruhe und Übersicht. Das ist Göbel, der kann flanken und hinten ist er frei. Der Ex-Auer Hermann, der aus Würzburg kam. Gedoppelt, aber das stört ihn nicht. Löhmanns-Röben. Und da ist Hermann.
Hahn. Schöner Abschluss. Haben Sie gut gesehen, dass das Zentrum blockiert war von 6 Pfeilchen. Aber den Herrmann, den hatten Sie da drüben nicht auf dem Zettel. Und dann ist Halbzeit. Pfiffe von den Rängen. Timo Rost hatte angekündigt, dass seine Mannschaft von Anfang an Gras fressen werde. Klar, sie sind bemüht, mehr aber auch nicht. Hinten fehlt es an Zweikampfhärte. Vorne, da fehlt die Durchschlagskraft. Zwei Wechsel bei Aue, Jastremski und Jonjic. Neu drin in der Partie für Barilla und Gorzel. Und Aue kommt mit mehr Energie aus der Halbzeit. Jetzt haben wir Tempo über rechts. Jastremski wäre da fast rangekommen, aber es war Zwickaus Verteidiger Ziegele, der da ganz nah dran ist und so zur Ecke klärt. Die Vorarbeit vom zweiten Neuen von Jonjic. Ecke bringt nichts ein. Wir sind in der 50. Minute. Da ist die Chance für Thiel, aber da hat er 4 Rote vor sich. Und Ziegele, der Neuzugang aus Münster, regelt das ganz souverän. Frick vorher ins Stolpern gekommen, aber sie pushen sich gleich wieder. Nächster Standard, Aue. Aber auch der ist nicht gut. Da fehlt es an Schmackes, da fehlt es an Efe. Alles leicht zu verteidigen für so eine große, kopfballstarke und vor allem erfahrene Mannschaft wie den FSV Zwickau. Tim Dahnhoff darf auch den nächsten Standard ausführen. Und immerhin mal ein Abschluss Richtung Tor von Corbinian Burger. Der Innenverteidiger, aber das ist so ein bisschen symptomatisch. Aue hat im Kader 4 Stürmer, aber keiner von denen hat bislang getroffen. Zwickau ist wieder ganz nah dran und dann gibt es mit Nazarov erstmal einen Freistoß. Aber von hinten kommt Gomez, der Schlingel. Wer sieht da, dass Klevin weit vorm Tor steht. Aber der Abschluss ist nicht gut, die Idee aber schon. Und ganz neue Töne von Helge Leonhard unter der Woche. Sprach von einem Übergangsjahr. Man wolle sich konsolidieren und nächstes Jahr neu angreifen. Kein Wunder, bei 13 Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Der ganz große Anfangsschwung in dieser zweiten Halbzeit von Aue ist schon wieder verpufft. Es kommt Zwickau. Die haben sich das 10 Minuten lang angeschaut und gemerkt, passiert doch gar nichts. Also gehen wir mal nach vorn und holen uns den nächsten Standard. Klasse Antritt von Herrmann. Problemlos vorbei an Dahnhof und Sorge ein bisschen unkonventionell. Muss er aufpassen mit der Hand. Hat er Glück. Alles gut gegangen. Patrick Göbel, letzte Saison, 11 Torvorlagen. Aber die großen Abnehmer sind nicht mehr da. Klevin! Meine Güte, greift da zweimal daneben, Philipp Klevin. Und dann können sie es irgendwie regeln, da hinten die Auer. Aber die Standards sind gefährlich. Löwansröben bekommt den Ball nicht richtig gedrückt und dann ist Sorge davor, Klevin zur Stelle. Sah da nicht sonderlich gut aus, Philipp Klevin. Dann neu drin, Schikora. Letzte Saison für Aue gespielt. Entschuldigung, für Zwickau natürlich. Soll da in der Offensive für mehr Gefahr sorgen, Nazarov.
bleibt bei einer Prise Torgefahr. Sein letzter Treffer im April beim 2:2 gegen Hansa Rostock. Au, jetzt weit aufgerückt und das mag Zwickau. Diese Räume, die können sie gut bespielen. Langer Ball rüber auf Göbel. Kann die Flanke setzen und dann Dominik Baumann taucht da ab und ist vor Burger am Ball. 2 Saisontore immerhin. Letzte Spielzeit hat er 11 auf der Habenseite gehabt. Und damit hat er ja schon 2 mehr als der gesamte Auersturm. Timo Ross spürt, seine Mannschaft kommt nicht so richtig in die Gänge. Nicht in die Zweikämpfe, nicht ins Offensivspiel. Es ist so schwer von außen. Aber das Bemühen ist weiter da. Auch immer wieder angepeitscht von den eigenen Fans. Nazarov. Und Davy Frick da in jedem Zweikampf mit vollem Körpereinsatz. Hat sich ja schon im Trainingslager auf dieses Derby gefreut, als er damals kam, 2011 nach Zwickau. Da spielten sie noch in der 5. Liga. Tolle Entwicklung. Fast 400 Spiele für den FSV. Und dann Gomez, hat er den Blick für den eingewechselten Josh Kuhn? Ja, aber der versemmelt diese Riesenmöglichkeit. Sie lassen Aue weiterleben, Can Coşkun. Mensch, das hier ist doch keine Klassenfahrt. Das ist ein Derby, der muss rein. Dahnhof darf die Standards weiter bei Aue ausführen, obwohl sie überhaupt nicht gefährlich sind. Kommt nicht mal in den Strafraum, wird abgeköpft. Wo ist die Flexibilität? Warum darf es kein anderer versuchen? Und stattdessen läuft der nächste Konter. Die nächste Möglichkeit. Für Göbel, der da von Schreck gut bearbeitet wird. Immer wieder setzt sie nach. Und Leonards, letzte Saison der Fehlstart mit Spilewski. Der war nach 7 Spieltagen weg. Hat er jetzt schon einen Plan B? Wir gehen rein in die Schlussphase. Da kassiert Zwickau die meisten Gegentore. Aber heute, da dürfen sie fröhlich kontern. Löhmanns Röben. Göbel. Sind natürlich jetzt zweite Wege für Aue. Müssen jetzt konsequent nachrücken. Das kostet Kraft. Tasci. Tasci. Es ist ein laues Lüftchen. Da vorne im Sturm. Klar, sie haben mit Türpitz und Pledel 2 Spieler nächste Woche zur Probe. 2 Offensivkräfte in Aue. Türpitz hat ja schon die Woche mit trainiert. Es gibt Geld für Schreck übrigens. Türpitz und Pledel. Also 2 Möglichkeiten, um da offensiv nochmal irgendwas zu bewegen. Jansen, überhaupt keiner bei ihm. Von Schröter eingewechselt. Der Ball liegt völlig frei da an der 16-Meter-Kante. Da muss er viel mehr draus machen. Sie sind so gnädig, die Zwickauer. Sie lassen die Veilchen noch nicht verwelken. Timo Rost, 5-mal aufgestiegen, 3-mal als Spieler, 2-mal als Trainer. Jetzt herrscht purer Abstiegskampf. Aber trauen Sie ihm das zu in Aue? Es wird ungemütlich. Feuerwerkskörper fliegen. Es wird auf den Rängen immer aufgeheizter. Die Spieler helfen jetzt mit und Dennis Aitekin bewahrt nach wie vor die Ruhe. Spiel geht weiter mit Einwurf für Aue. Flanke ist gut und da ist Jonjic. Antonio Jonjic, letzte Saison 6 Tore, bester Schütze für Aue. Der wollte eigentlich weg, der wollte nach Polen. Jetzt will er doch wieder bleiben. Riesenmöglichkeit.
auch wenn der Winkel spitz war. Und dann Martin Mennel. Die Situation eskaliert weiter im Auerblock. Jansen inzwischen verletzt, muss behandelt werden. Und Martin Mennel, der einstige Kapitän, die Torwartlegende, versucht da den Dialog. Wie viel Sinn macht das? Er versucht es zumindest. Extrem mutig. Er ist ein Familienvater. Wenn seine Frau und seine Tochter diese Bilder sehen. Aber es zeigt eben auch, wie angespannt hier alles im Erzgebirge ist. Es droht die nächste Niederlage. Für Jansen kann es aber weitergehen. Offizielle Spielzeit ist gleich abgelaufen. Gibt keine Tafel, wie lange nachgespielt wird. Jansen will natürlich schnell wieder rein. Und dann ist Schluss. Aitekin macht pünktlich Feierabend. Rostock, was? Keine Nachspielzeit, aber Aitekin wollte das schnell zu Ende bringen. Absolut korrekt. Zwickau jubelt. Derby-Sieg. Dritter bzw. erster Auswärtssieg. Und Aue. Achtes Saisonspiel ohne Erfolg. Seit einem halben Jahr warten sie auf einen Heimsieg. Welche Argumente hat er noch, Timo Rost? Jetzt erstmal die Stimmen zum Spiel mit Felicitas Hölscher. Und Joe Ennox, der Trainer der Siegermannschaft, steht jetzt bei mir nach dem 1:0-Sieg im Westsachsen-Derby. Bann gebrochen oder einfach endlich auch auswärts verdient für die Leistung heute? Definitiv, es war eine sehr, sehr, sehr ordentliche Leistung. Wir haben halt auch im ersten Auswärtsspiel in Meppen auch eine gute Leistung gezeigt. Leider halt das Spiel auch hoch verloren. Deswegen wollten wir eine stabile, gute Leistung bringen. Wenn wir eine stabile, gute Leistung bringen, dann können wir halt auch auswärts gewinnen. Und man musste mutig sein von Anfang an, Druck machen. Hat heute auch die Mannschaft gewonnen, die es noch ein bisschen mehr wollte auf dem Platz? Ja, das habe ich halt schon vorher gesagt. Das ist halt schon sehr... So, und Joe Ennox sieht, ein Auer-Fan hat es geschafft durch die Absperrung. Der ist auf dem Weg zu Joan Gomez. Und da will der Ennox seinen Spieler natürlich mit verteidigen. Gomez gerade im Interview bei den Kollegen, aber die Sicherheitskräfte sind da, drücken den Auer-Fan runter und der wird abgeführt. Das haben sie diesem Gomez nicht vergessen, dass er da so provokant nach dem 1:0 zu den Fans geschaut hat. Aber trotzdem, eine dumme Aktion, die muss ordentlich bestraft werden, da wird er abgeführt. Und Joan Gomez, dem geht's gut. Und Ennox, der geht zurück zu Felicitas. Ihr macht bitte weiter. Team Ross meinte vor dem Spiel, er könnte nicht so ganz verstehen, warum Sie vor Aue stehen. Können Sie es heute verstehen? Können Sie es ihm erklären? Nein, also Timo Ross ist ein sehr guter Trainer und man sagt manchmal was und werden halt aus dem Kontext genommen. Ich bin mir sicher, dass er es halt anders gemeint hatte. Er ist ein sehr guter Trainer und er wird seinen Weg machen. Wir versuchen auf uns zu konzentrieren, wir lassen alles andere weg und deswegen freuen wir uns, dass wir das Spiel 1:0 gewonnen haben. Und für uns ist es extrem wichtig, unsere Ziele zu erreichen. Das heißt, so schnell wie möglich halt so viele Punkte sammeln, dass wir halt dass wir die Klasse halt schaffen. Was bedeutet dieser Sieg im Derby heute ganz genau? Wir haben die Spieler auch gesehen, die feiern da hinten in der Kurve. Ich glaube, das war halt extrem wichtig für uns, für unsere Zuschauer. Man hat es auch die ganze Woche erlebt. Man ist angesprochen worden. Es ist halt schon eine coole Geschichte. Ich freue mich ganz besonders für unsere Fans. Und jetzt geht's weiter. Nächste Woche gegen Dortmund. Was nehmen Sie sich da vor? Nicht einen Schritt weniger. Also müssen halt immer an unserer Leistungsgrenze gehen, wenn wir halt Spiele gewinnen wollen. Dortmund, die stehen ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Ich habe das Spiel jetzt gegen Oldenburg gesehen. Haben halt etliche Torchancen. Natürlich verlieren sie das Spiel, weil ein bisschen Unerfahrenheit. Aber da erwartet uns einen richtig guten Gegner. Die ersten Auswärtspunkte, Sie sprechen es an. Was war heute anders als in Paderborn gegen Ferl zum Beispiel? Ja, die Brisanz schon in dem Spiel. Also wer heute nicht verstanden hat, um was es hier geht, der ist dann auch irgendwo fehl am Platz. Und ich glaube, das liegt uns dann auch. Ja, solche Spiele, wo viel Feuer drin ist, nichtsdestotrotz kann man in Ferl oder in Elversberg besser auftreten. Da haben wir einfach zu viele Fehler gemacht. Heute nicht, deswegen sind wir auch, deswegen haben wir auch verdient gewonnen. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich auch alles Gute. Ja, das sind unschöne Szenen, die wir jetzt gerade gesehen haben. Es ist dann trotzdem noch Fußball und
die können es halt nur zusammen anpacken. Wenn sie jetzt noch auf die Spieler rummeckern und noch richtig draufschlagen, macht das ja auch nichts. Ich wünsche Aue alles Gute und wir Zwickau, ja, wir freuen uns jetzt mal über den Sieg. Was haben Sie denn besser gemacht, auch als Aue heute? Ja, wir wussten, dass schon so ein bisschen Verunsicherung da war bei Aue. Sie stellen sich das so anders vor, sie haben einen riesen Kader, auch einen guten Kader und sind noch nicht so mit Punkten besegnet worden, trotz guter Leistung. Und wir wussten, okay, wenn wir heute hier alles rein investieren, viel Leidenschaft zeigen, das, was unser Fußball halt ist, brauchen wir auch nicht drum reden, dann haben wir hier eine Chance und wir haben es halt heute zu 100% umgesetzt mit den Leuten auf der Tribüne und ja, ist einfach ein geiles Gefühl. Und mit den Leuten auf der Tribüne gerade schon ordentlich gefeiert. Wie wird es noch mannschaftsintern gefeiert? Ja, heute kann man mal... Muss ja ein bisschen aufpassen. Heute kann man schon mal das ein oder andere Bier trinken, aber ja, es ist eine kurze Woche. Am Samstag geht es weiter und wir sind jetzt hier nicht aufgestiegen, sondern wir haben einen geilen Derby-Sieg geholt. Dementsprechend gut einordnen und dann geht es halt gegen BVB 2 wieder scharf in unserem Stadion und da wird es auch wieder schwer. Wir wollten natürlich auch Spieler von Aue vors Mikrofon bekommen, aber im Erzgebirge herrscht großes Schweigen. Der Trainer Timo Rost aber, er musste sich äußern auf der Pressekonferenz. Ich bin natürlich jetzt so kurz nach dem Spiel heute auch, das Revue passieren lässt, sehr, sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht heute von meiner Mannschaft über den Auftritt, weil wir auch diese Woche wieder eine unglaublich gute Trainingswoche hatten, mit Dynamik, mit Zweikämpfen, mit einem klaren Plan auch, wie wir heute spielen wollten, um dieses Derby zu ziehen. Und ab dem Moment, wo der Schiri reinpfeift und es geht los, erkennst du davon nichts mehr. Vor allem heute auch. Und das ist für mich eine Sache, wo ich heute von meiner Mannschaft wirklich enttäuscht bin, weil unter der Woche im Trainingsbetrieb Vollgas, alles da, was du brauchst. Dann kommt das Spiel und auf einmal denkst du, es ist alles weg. Und das ist etwas, was so nicht geht. Und auch nochmal unter der Woche, unsere Fans waren da beim Training, haben uns unterstützt und Mut zugesprochen. Alles da, die Stimmung heute unfassbar gut. Von der ersten bis zur letzten Minute richtig unterstützt worden. Und dann legst du so einen Auftritt hin. Ängstlich, wenn du siehst, wie der Gegner die Zweikämpfe führt, immer einen Schritt schneller und gehen dann auch verdient 1-0 in Führung. Und wir hatten heute nicht diese Durchschlagskraft, haben uns auch heute nicht so viele Chancen erspielt und verlieren dann dieses Derby. Und das ist natürlich für uns heute nicht schön. Und welche Konsequenzen zieht Timo Rost aus der 0-1 Niederlage gegen Zwickau? Konsequenzen dahingehend, dass wir es schaffen müssen, dass das, was wir im Training, was die Mannschaft im Training wirklich richtig gut macht, dass wir das aufs Spiel projizieren müssen. Das ist die Quintessenz aus den Spielen auch davor, aber heute war es schon extrem. Auch ohne Leichtigkeit, ohne Mut. Natürlich gewillt, ja, aber diese letzte Entschlossenheit, ja, die fehlt uns. Und das ist eine Sache, da müssen wir wahrscheinlich Kopf, müssen wir ran, wie auch immer. Das ist das eine. Wenn Sie sich jetzt auf meine Position oder meine Person ansprechen, ist natürlich schon auch so, dass ich mich auch hinterfragen muss. Ja. Und das werde ich auch tun, definitiv. Letztendlich haben es dann auch andere zu entscheiden, wie es weitergeht. Aber ganz klar, so in der Form, wie wir auftreten, vor allem heute in diesem Derby, bei diesem Prestigespiel, das geht so nicht. Am 1. Juli, vor exakt 73 Tagen, hat Timo Rost den Job als Cheftrainer bei Erzgebirge Aue angetreten. Es kann gut sein, dass er nicht mehr durch diese Tür zurückkehrt. Zwickau dagegen holt sich den ersten Auswärtssieg der Saison und das ausgerechnet im Derby gegen den großen Erzrivalen. Diesen Jubel, den hören Sie bestimmt noch im 20 Kilometer entfernten Zwickau.